Das wäre stimmig auf jeden Fall. Ja, so. Schönen guten Abend. Ich grüße euch alle noch einmal ganz herzlich. Jetzt, nachdem ich gerade mit Stefan Stein gesprochen hatte zum Thema Stallbrände, habe ich einen Gast, der mich ganz, ganz, ganz besonders erfreut, den ich schon sehr lange in seinen öffentlichen Tätigkeiten folge. Ein großes Vorbild. Und ich habe mir immer mal vorgenommen, sprecht doch einmal über Religion und Tierschutz. Weil viele Tierschützer sagen, so wie wir mit unseren Tieren umgehen, habe ich den Glauben an die Kirche und an Gott verloren. Und das tut mir im Herzen weh, weil es kann nicht sein, dass Gott eine Schöpfung geschaffen hat, die auf Qualen besteht. Mein Gast heute ist Thomas Jeschke. Thomas Jeschke ist Gründer der Animal Spirit Church. Das ist eine christlich-ökumenische Gemeinschaft, die sich mit jeder Kirche und Glaubensausrichtung und Glaubensgemeinschaften, auch Atheisten, zusammensetzt, mit ihnen gemeinsam arbeitet, dem das Tierleid am Herzen liegt. Und Thomas Jeschke selber ist bekannt unter dem Pseudonym Animal Pastor. Und er wirft den christlichen Kirchen vor, ich habe mir das einfach mal rausgeschrieben, ihre kleinen Brüdern und Schwestern in Bezug auf Franz von Assisi, die notleidenden Tiere nicht bloß zu vergessen, sondern vielmehr auch verraten zu haben. Thomas, ich hoffe, ich habe dich so richtig vorgestellt. Ja, absolut richtig, Peter. Und danke für die Einladung auch. Ich freue mich sehr über diesen Austausch, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Da bin ich unter ihnen, hat Jesus gesagt, und der ist mit uns in dem Gespräch auch, weil es geht um die Mitgeschöpfer, es geht um seine geliebten Kinder, die Tiere. Und du hast ja am Anfang schon erwähnt, viele Menschen fühlen sich in ihren Kirchen einfach einsam. Niemand versteht sie, wenn sie über den Tierschutz sprechen, wenn sie die Tierliebe ansprechen. Und das ist nicht gut. Das ist ja nicht evangelisch. Ich habe in München zum ersten Mal in meiner Rede das Wort verraten erwähnt, so wie du das kurz angesprochen hast. Bis jetzt habe ich versucht, noch einen diplomatischen Weg zu gehen. Wir haben die Tiere in der Theologie und aber auch in der Praxis einfach vergessen. Wir müssen sie unbedingt mitnehmen. Nein, wir haben sie nicht vergessen. Die Kirchen, und ich arbeite, agiere auch ökumenisch, und das betrifft nicht nur die katholische Kirche. Wir haben die Kirche, also die Tiere, einfach ausgeladen. Wir haben sie verraten. Wir haben sie im Stich gelassen und wir lassen sie immer noch leidend im Stich. Also so gesehen verstehe ich die Menschen, die sagen, Mann, ich finde in meiner Kirche, in meiner christlichen, welche Ausrichtung auch immer, Gemeinde, keine Unterstützung. Das ist traurig. Das ist nicht das, worum es im Christentum geht. Und zum Animal Pastor, ich habe mir den Namen so quasi nicht aufgesetzt, aber gerade in Deutschland, ich bin in unterschiedlichen Ländern schon tätig gewesen, auch in Italien. Gerade aus Deutschland kann man, hey Mann, du bist der einzige Tierseelsorger in dem katholischen Sektor, du bist der Animal Pastor, und so ist es auch geblieben. Also, und ich bin ja stolz auf den Namen, passt irgendwie zu dem, was ich vorhabe. Ja. Und das finde ich sehr schön, denn du bist ja wirklich auch ein gelernter Theologe, aber ich glaube, jetzt als Animal Pastor selber bist du nicht in der katholischen Kirche, dass du in den Kirchengebäuden Dienst, sondern du dienst außerhalb der Kirche aktuell den Menschen und den Tieren. Ja, du hast, Peter, ganz kurz die Animal Spirit Church angesprochen. Da knüpfe ich ein bisschen an. Wenn ich an Animal Spirit Church denke, also das, was ich zum Leben gerufen habe, als der einzige in Europa Tierseelsorger, da habe ich immer zwei Bilder vor Augen. Und das spiegelt meine Tätigkeit im Prinzip sehr gut wider. Also, ich sehe zunächst, im Duden gibt es eine ganz, ganz nette, lustige Bezeichnung. Arche Noah wird als schiffähnlicher Kasten beschrieben, definiert beim Duden. Und das finde ich so ein bisschen witzig, aber auch so toll. Also kein Schiff in dem Sinne, sondern ein Kasten mit vielen Kajuten oder Kabinen, würde ich dazu sagen. Also Animal Spirit Church ist eigentlich so ein Kasten, ja, so eine Arche Noah im Sinne von, so wie auch Jesus gesagt hat, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen.
Und bei mir auch. Also ich grenze niemanden aus, der sagt, Mann, egal ob der Fleischesser ist oder nicht. Wenn er sagt, die Welt gefällt mir nicht, die Welt stimmt einfach nicht mehr, wir müssen was verändern. Hey, die Tiere leiden wegen uns, das muss einfach ein Ende haben. Dann ist er schon an Bord mit an Bord. Und so sehe ich Animal Spirit Chart. Wir sind wie ein Schiff, wie ein Arche Noah, wie ein Kasten, ja. Also kein U-Boot, was die katholische Kirche immer wieder praktiziert, oder Kriegsschiff, nach Gottes Willen nicht, wir kämpfen nicht, aber wir bitten die Kajuten, die Kabinen, Menschen, die bei uns vorbeikommen, die einfach Unterstützung brauchen, sei es Ärzte, die dann auch akut helfen, sei es einfach Spenden, egal was, die sollen zu uns kommen wie ein Tankschiff, also wieder Batterie aufladen, Sprit mitnehmen und los. Und das ist, jetzt komme ich so zu dem zweiten Bild. Bitte nicht vergessen, wir haben immer wieder die Kirchen vor Augen, Gebäuden, Gold, schön, total nichts dagegen. Aber eigentlich war Jesus ein Straßenprediger. Der ging durch die Straßen und sprach mit den Menschen. Er hat ja nicht erwartet, dass sie zu ihm kommen. Er hat sich auf den Weg gemacht. Und genau das pflege ich auch in Animal Spirit Church, in dieser Kirche. Wir müssen zu den Menschen hin. Wir dürfen nicht mehr warten, bis sie zu uns kommen. Und ich brauche kein Gebäude. Ich brauche die Straße. Ich brauche das Internet. Ich brauche die Menschen. Ich brauche die Begegnung der Menschen. Und da muss ich das Evangelium einfach abspielen. Das ist der Ort der Begegnung. Die Begegnung selbst. Und dadurch kommt meines Erachtens die frohe Botschaft des großen Mannes aus Nazareth am besten weiter. Geht in die ganze Welt hinaus und verkündet das Evangelium allen Geschöpfen, nicht nur den Menschen. Und das ereignet sich am besten, wenn man den Menschen begegnet, wenn man mit ihnen spricht. Wir brauchen keine starre Strukturen. Ekklesia, Kachal in der hebräischen Sprache, das waren Versammlungen einfach von Menschen, also Begegnungen. Und in die Richtung gehe ich auch in meine Tätigkeit. Wir müssen los, wir müssen aufstehen, wir müssen gehen, wir müssen den Menschen begegnen und über die Botschaft, also nicht predigen, predigen mag ich das Wort eigentlich gar nicht, aber erzählen und ihnen einfach zeigen, dass die gesamte Schöpfung, wie im Römerbrief steht, wartet auf uns, auf das Evangelium. Und du hast auch was Schönes angesprochen. Wir müssen aufklären. Gott sprach, er ist das A und das O, der Anfang und das Ende. Und ich glaube, genau da liegt auch dieser große Knackpunkt drin, mit dem wir uns beschäftigen sollen. Zu Beginn in der Schöpfung im Garten Eden. Die Schöpfung hat Gott ja die Tiere geschaffen und danach den Menschen. Aber er hat ihnen ja alle den Odem des Lebens eingeblasen. Und wenn man dann in der Bibel liest, in Genesis 1. Kapitel, ich glaube 29, 30. Vers heißt das dann ja so schön. Und Gott schuf Menschen und Tiere und ihnen zur Speise allerlei Grünzeug, das sich selber besamt. Also vegan. Und dann kam ja der Sündenfall. Und mit dem Sündenfall hieß es ja, geht raus in das Land Not, wo die unbeseelten Menschen leben. Und damit begann auch quasi, dass wir im Einflussbereich der Sünde leben. Und am Ende der Welt, so hat das schon Jesaja ausgesprochen, wird wieder das Lamm beim Löwen liegen, das Kind wird mit der Otter spielen. Also eigentlich heißt es doch, dass wir die Schöpfung Gottes bewahren mit seinen Tieren und wir lediglich Verwalter des Landes sind und Acht geben müssen, dass die Schöpfung nicht verloren geht. Interpretiere ich das falsch? Nein, absolut nicht. Absolut richtig. Wir sind Gärtner. Wir sind keine Krieger, wir sind nicht zum Krieger berufen worden, sondern zum Gärten. Wir sind im Gotteshaus und das Gotteshaus ist die ganze Natur, die uns umgibt. Und da haben wir was zu tun, aber als Gärtner. Du hast zwei wichtige Themen angesprochen, Peter, deswegen greife ich sehr gerne auf die zwei Themen ganz kurz zurück. Das eine, was uns mit den Tieren, du hast einen Odem angesprochen, was uns mit den Tieren verbindet. In der hebräischen Sprache gibt es einen Begriff Nefesh. Wenn in dem Moment, wo Gott Mensch und aber auch Tier zum Leben beruft, gibt es den gleichen Begriff Nefesh, Odem, Atem Gottes. Und genau das verbindet uns mit den Tieren. Das sollte man nie aus den Augen verlieren. Bevor wir uns auf den Behaviorismus berufen, dass auch die Tiere Gefühle haben, dass auch die Tiere leidensfähige Wesen sind, gehen wir noch einmal zu unseren Wurzeln zurück und da steht ganz klar, Atem Gottes verbindet uns mit ihnen. Wir haben beide, Tiere und Menschen, die gleiche Seele.
Das hat mit Rationalität null zu tun. Das haben wir dann von Descartes übernommen, von dem französischen Philosophen. Aber um die Rationalität, das ist ein Begriff, mit dem man, über den man sehr, sehr viel reden müsste. Was uns tatsächlich im religiösen Sinne verbindet, ist die Seele. Tiere haben Seele, wir haben Seele. Nefesh ist der Begriff, der in beiden Fällen benutzt wird. Und die zweite Geschichte, die du kurz angesprochen hast, mit dem eigentlich vollkommen richtig, eigentlich ist der Mensch zu einem veganen Lebensstil berufen. Ja, also der Mensch soll sich von den Früchten des Feldes ernähren und nicht von den Tieren. Das kam dann mit der Erbsünde. Da denke ich an einen Heiligen aus der Tradition der katholischen Kirche, über den man in der Kirche gar nicht spricht, beziehungsweise das sehr schnell abtut, damit man nicht zu viel drüber spricht, über den Hieronymus, den heiligen Hieronymus, der eine große Leistung für die katholische Kirche, eine große Leistung erwiesen hat. Der hat die Bibel übersetzt von Originalsprachen ins Lateinische. Vulgata heißt es in der lateinischen Sprache. Und der schreibt in einem berühmten Brief Adversus Jovinianum, dass Christentum und Fleischkonsum nicht vereinbar sind. Das sagt nicht irgendwer, das sagt einer der größten Heiligen der katholischen Kirche. Nur darüber wird in der katholischen Kirche noch lange nicht gepredigt. Der sagt, es geht einfach nicht. Man kann die zwei Sachen nicht verbinden. Das widerspricht sich total. Man kann nicht Christ sein und Fleisch gedankenlos Fleisch konsumieren. Das kann man nicht machen. Ja? Und ich verstehe die katholische Kirche, dass sie damit sehr, 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 sehr vorsichtig umgeht. Sie will auch ihre Gläubigen nicht verlieren. Aber man muss auch der Wahrheit ins Auge gucken. Und man muss auch den Mut zusammennehmen und fassen und sagen, hey Menschen, wenn wir momentan nicht bereit sind oder nicht fähig sind, darauf zu verzichten, dann müssen wir auf jeden Fall in die Richtung gemeinsam gehen. Und das werfe ich der katholischen Kirche vor. Die kehrt nicht um, die will nichts verändern, die will gar nichts verändern, die will einfach nur weiter das predigen, was sie immer schon gepredigt hat. Ja, ich hatte es schon vorhin rausgesucht, eigentlich wollte ich damit noch ein bisschen warten. Es gibt ja die ganz bekannte Umweltzykla Laudatio Si von Papst Franziskus, wo er unmissverständlich Stellung bezogen hat und sagte, ich zitiere, heute sagt die Kirche nicht einfach, dass die anderen Geschöpfe dem Wohl des Menschen völlig untergeordnet sind, als besäßen sie in sich selber keinen Wert und wir könnten willkürlich über sie verfügen. Und er bezieht sich darauf, auf seinen Namensgeber Franziskus von Assisi, der sprach, die Tiere sind seine Brüder. Und ich glaube, wenn das die Kirche weiterführen würde, kommen wir wieder an den richtigen Punkt, dass die Tiere auch von der Kirche geachtet und geschützt werden. Ich glaube, das ist auch das Ziel, worauf du hinaus möchtest. Ja, also Laudato Si, das Enzyklika Laudato Si vom Papst Franziskus 2015 geschrieben, veröffentlicht, ist natürlich ein ganz wichtiger Schritt in die richtige Richtung, gar keine Frage. Er provoziert keine direkte Auseinandersetzung mit dem Benedikt dem 16., weil in dem Weltkatechismus dahinter steckt, der Papst Benedikt XVI. Steht sehr wohl, dass die Tiere dem Wohl des Menschen dienen sollen. Ja, der Mensch darf sich der Tiere bedienen, steht im Weltkatechismus. Und damit, Franziskus führte eine sehr diplomatische natürlich, aber Vatikan ist grundsätzlich sehr diplomatisch, bevor es wirklich die Wahrheit sagt, versucht da irgendwelche Umwege. Obwohl Jesus gesagt hat, ja ist ja und nein ist nein, alles andere kommt nicht von Gott. Ja. Aber da versucht er einen Spagat zu schaffen und im Prinzip geht er in die richtige Richtung. Natürlich ist das ja auch so und er beruft sich wirklich auf die Quelle, also nicht auf die Theologie, auf den Descartes, den französischen Philosophen, dessen Meinung wir übernommen haben im Christentum, sondern er geht noch einen Schritt zurück und das ist völlig richtig, Franziskus von Assisi. Brüder und Schwester, Geschwister. Also wenn man das bitte ernsthaft, einmal ernst nehmen würde, ja,
Die sind unsere Geschwister. Da endet die ganze Diskussion. Ich habe das noch nicht gesagt, weil das klingt ein bisschen provokant, aber ich bin grundsätzlich provokant, deswegen passt das auch zu mir. Mein größter Traum, I have a dream, mein größter Traum ist, ASZ, Animal Spirit Church, existiert gar nicht mehr. Löst sich einfach auf. Animal Spirit Church ist nur deswegen, weil die Kirche, das Christentum seinen Auftrag nicht erfüllt, den Weg von Jesus nicht geht. Aber mein größter Traum ist, mich gibt es gar nicht. Es gibt keinen Animal Pastor, es gibt keine Animal Spirit Church. Und darum geht es eigentlich. Darum geht es wirklich. Ja, ich bin manchmal auch der Meinung, dass Jesus Christus ganz klare Zeichen gesetzt hat. Ich kann mich erinnern, dass Jesus Christus in den Tempel gegangen ist und die Tauben freigelassen hat und die Tempelhändler mit dem Strick aus dem Tempel getrieben hat und gesagt, ihr habt aus meines Vaters Haus eine Räuberhöhle gemacht und hat die Opfertiere freigelassen. Er selber hat für unsere Sünden sein Leben geschenkt und gesagt, ich bin das Lamm. Es bedarf keines weiteren Opfers mehr. Warum hält die Kirche immer noch an dem Opferritual fest? Also ja, Brandopfer macht jetzt die Kirche nicht mehr, aber immer noch dieses Osterlamm und was dazugehört. Der Kern, wenn man das so will, von Jesu frohen Botschaft. Gott hat natürlich auch schon Propheten gesprochen. Davon hat Jesaja gesprochen, Jeremia gesprochen. Gott, gefallen eure blutige Opfer nicht. Und viele Propheten wie Amos, auch Jesus, haben ja gesagt, Gott braucht die Liebe. Die Tiere werden aber sehr wohl geopfert. Also die Opferung findet weiterhin statt. Natürlich nicht in dem religiösen, direkten religiösen Konzept für den Gott. Aber der Mensch macht sich zu Gott. Der Mensch sagt, die sollen mir dienen. Was ist das für eine Haltung sonst? Er macht sich zum Gott. Er sagt, du wirst mir dienen. Dich esse ich jetzt. Ja. Das ist das eine. Warum verändert die Kirche dann nichts? Also die Kirche ist, ich habe das in irgendeinem Interview schon mal gesagt, die ist so riesig, zu einem Monstrum, also nicht Monstrum, ist vielleicht, also zu einem Koloss geworden, der einfach Gefangene sich selbst ist. Das heißt, ich kenne viele Priester sehr wohl, sehr wohl. Das möchte ich auch sagen, deswegen danke für die Frage. Ich kenne viele Priester in der katholischen Kirche. Ich arbeite mit vielen Evangelisten. Es gibt viele Menschen, die sich da Gedanken machen. Wirklich viele Menschen. Aber was fehlt? Einfach die Bewegung nach vorne. Die Veränderung. Das fehlt total. Ja, du hast eine Sache gesagt, die mich eben gerade berührt hat. Die Menschen spielen Gott. Für mich ist Gott der Allmächtige, der Schöpfer Himmels und der Erde. Und ich glaube, was er geschaffen hat, ist vollkommen. Warum versucht jetzt der Mensch, Gott zu spielen? Ich nehme das Züchtung von Tieren in der Tierindustrie. Wenn Tiere neu geschaffen werden auf Leistung, ist das nicht genauso, als wenn ich sagen würde, lieber Gott, ich glaube, du hast einen Fehler gemacht. Das Huhn ist nicht kräftig genug, die Kuh gibt nicht so wenig Milch. Ich muss dir unter die Arme greifen, du bist gar nicht allmächtig. Ist das nicht auch ein Gottspielen? Richtig, das hat was davon. Natürlich habe ich ja gesagt, Jesus und die Propheten haben schon mehrmals darauf hingewiesen. Gott will keine Opfer. Niemand soll uns dienen. Das ist mit dem Evangelium gar nicht kompatibel. Der Größte von euch, hat Jesus zum Petrus gesagt, soll euer Diener sein. Niemand soll euch dienen. Und das passiert in der katholischen Kirche immer noch. Ja? Natürlich ist das alles richtig. Theologisch betrachtet gibt es da überhaupt keinen Zweifel. Die Frage ist, inwiefern ist die katholische Kirche, ist das Christentum bereit, sich auf diesen Gedanken, auf diese Denklinie einzulassen? Alles, was wir jetzt gesagt haben, theologisch fundiert, absolut. Ich habe schon viele Gespräche geführt. Mein schönstes, glaube ich, Gespräch, das ich mit einem Würdenträger der katholischen Kirche über diese Themen gesprochen habe, der Erzbischof von Wien, Kardinal Christoph Schönborn, ein Dominikaner, der war vor einiger Zeit sehr ernst genommen als Nachfolger von Benedikt XVI., also wirklich eine große, herausragende Persönlichkeit. Mit dem habe ich zweimal unter vier Augen Kardinal, das stimmt gewaltig, war es nicht. Und der Erzbischof von Wien hat zu mir gesagt, Animal Pastor,
Zum einen Thema gebe ich Ihnen recht, dass die Tiere gequält werden, dass die Tiere leiden, das hat immens mit Sünde zu tun. Also, das heißt, grundsätzlich überhaupt keine Bedenken. Wir müssen unbedingt was ändern, unbedingt. Wir müssen eine neue Theologie, beziehungsweise die alte Theologie noch überdenken. Die Frage ist, will die Amtskirche, will die bestehende Theologie sich darauf einlassen? Und ich habe, und ich bin schon in diesem Bereich wirklich viele Jahre, meine Erfahrungswerte sagen nein, immer noch nicht. Dieser Koloss bewegt sich sehr langsam. Es gibt, wie ich kurz erwähnt habe, viele Priester, auch Theologen, natürlich. Der Professor Künk aus Tübingen, was der alles schon auch über Tiere gesprochen, über die Weltethik geschrieben hat, ja, diesen Weltethos geschaffen hat. Und viele, viele andere. Der Dr. Drewermann, auch Theologe. Das ist gut und schön, alles gut und schön, aber es fehlt einfach die Umsetzung. Und deswegen, nach vielen, vielen Jahren, wo ich die Amtskirche immer wieder herausgefordert habe, aufgefordert habe, reden wir drüber. Ich habe nicht gesagt, ich habe die Wahrheit. Ja, guckt euch das an. Nein, reden wir noch einmal drüber. Und immer wieder Absagen bekommen, Kritik. Ja, das haben die Würdenträger der katholischen Kirche zu mir gesagt, mach einfach die Klappe zu, mach die Tür zu und geh einfach. Nein, zu den Buddhisten. Nein, gehe ich nicht. Im Christentum habe ich alles, wirklich alles, was ich brauche, um die Welt zu verändern und auch die Tierlage zu verändern, auch das Tierleid zu beenden. Das habe ich alles im Christentum. Die Frage ist eben, wie schon oft gesagt, sind wir bereit, ist das Christentum bereit, das zu verändern? Oder beharrt es sehr wohl weiterhin auf das, was aufgebaut worden ist und wir brauchen gar nichts tun, weil vielleicht riskieren wir, dass die darauf nicht, also zum Beispiel auf Fleischkonsum nicht verzichten wollen, einfach sagen, naja gut, also dann bin ich nicht mehr dabei. Nur ein Satz. Ich habe es von einem Kollegen von mir, von einem Priester erfahren. Der Erzbischof Schönborn hat einmal die Fleischindustrie ein wenig, also nicht einmal direkt kritisiert. Er meinte damals in einer Zeitung, dass er eine Spalte gehabt hat, er geschrieben in Wien, jetzt kommt Fastenzeit, vielleicht sollten wir ein bisschen auf Fleischkonsum verzichten. Also eigentlich super diplomatisch, so wie die Kirche das kennt. Der Erzbischof Schönborn bestimmt auch, ja. Und dann hatte ich schon heftige Kritik bekommen, habe ich aus meinen Quellen erfahren, weil die Fleischindustrie hat sich bei ihm gemeldet, das ist die Lobby, und hat gesagt, also entweder hören Sie mit solchen Aussagen auf oder wir ziehen konsequent. Und das ist natürlich dieses Lobby, das auch sehr viel Geld spendet. Ne? So war ja, Geld ist ja immer so eine Sache. Es gibt ja bei uns in Norddeutschland, ich weiß nicht, wie es bei dir im Berliner Bereich ist, die sogenannten Hubertusmessen, wo immer noch Jäger gesegnet werden. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe immer ein bisschen Problem damit, wenn Tötungsaktionen gesegnet werden, ob es gegen Tiere ist oder gegen Menschen. Ich glaube, da hat die Kirche einen falschen Weg gemacht und sollte sich souverän stellen und sagen, ich kann doch nicht einen Eingriff in die göttliche Schöpfung segnen. Ja, ich kann doch keinen unsichtbaren Gott lieben und seine sichtbare Schöpfung missachten. Es ist doch unsere Aufgabe, in allem, was hier auf der Erde ist, den himmlischen Vater zu sehen. Ja, zwei Sachen, Peter. Also das ist leider Gottes in der Geschichte des Christentums nicht zum ersten Mal, dass die Kirchen, also die Amtsträger, völlig falsche Entscheidungen getroffen haben. Denk an den Zweiten Weltkrieg und die Segnung von Waffen. Ne? Also nicht nur von den Priestern, sondern auch vom Papst. Ja, Geschichte. Zum Zweiten, also Hubertus Messer ist ein Zeichen der Schizophrenie, meiner Meinung nach. Das ist einfach absurd, was da passiert. Absurd insofern auch jetzt weg von der Religion. Aber wenn man die Geschichte kennt, wie der heilige Hubertus dann zum Gott zurückgefunden hat, dann kann man ja nicht bitte sagen, da kann man ja auch nicht behaupten, wir dürfen die Tiere töten. Das ist ein Absurd, wenn man die Geschichte kennt. Ich weiß es nicht, immer noch nicht. Da muss man wirklich schizophren sein, um das also zu akzeptieren. Das Tier offenbart dem Hubertus das Evangelium. Also der Hubertus verdankt dem Tier, dass er zum Evangelium gefunden hat. Und wir im Zuge dessen, ich finde die Logik einfach nicht mehr, dürfen die Tiere töten.
Ja, cool. Also wir töten die Tiere, dann wäre uns, die Tiere vermitteln das Evangelium natürlich auch, das ist ein anderes Thema vielleicht noch. Dank Tiere, das ist ein sehr wichtiges und schönes Zeichen auch in dieser Geschichte, in dieser Legende. Über die Tiere kommen die auch in das Evangelium heran. Ein ganz wichtiger Aspekt der frohen Botschaft. Aber wie kann man auf diese verrückte, absurde Idee kommen? Dann töten wir die Tiere, ja, zu Hubertusmessen zum Beispiel, und dann segnen wir sie. Oder wie segnen die Jäger die Tiere? Also Schizophrenie. Also die Leute, die das behaupten, die müssten eigentlich mit der Legende auseinandersetzen, also einfach zu einem Psychotherapeuten gehen, weil das ist ja Hirnrisik. Also das kann ich überhaupt nicht verstehen. Naja, in der Theologie sind ja einige Dinge, die man nicht versteht. Ich gehe da mal von den Tieren weg. Ein Elias hat ja auch das riesige Wunder gemacht auf dem Berg zu Karmel, wo er ja ganz deutlich Gott bewiesen hat. Ja, und die Ja. Abgötter ad absurdum geführt haben, wo jeder dachte, die Zeugen, die dabei waren, werden ihn jetzt nachfolgen. Und Ergebnis war, ihm wurde der Tod prophezeit von der damaligen Königin, die ihn ans Leder wollte. Und so ähnlich ist es, glaube ich, auch, wenn wir uns für die Tiere einsetzen, dass die Lobby so groß ist und den Würdenträgern sagt: Moment, du lebst doch hier auf der Erde und du bist an den Mammon interessiert. Und wenn du jetzt gegen uns arbeitest, bekommst du nichts von dem Stückchen Kuchen ab. Und du sagst so schön, die katholische Kirche arbeitet teilweise sehr diplomatisch. Ist es nicht Aufgabe eines jeden Knechtes und Diener Gottes, nicht diplomatisch zu sein, sondern Ja. ehrlich? Diplomatisch im Sinne von Paulus, dem Römern bin ich ein Römer, den Griechen ein Griechen, aber den unbekannten Gott, den zeige ich euch. Ja. Ja, das steht auch im Evangelium, man kann nicht dem Mammon und dem Gott dienen. Das steht im Evangelium. Du musst dich entscheiden, in welcher Richtung. Man kann das Spagat versuchen zu schaffen, aber es funktioniert erstens einmal nicht und entspricht nicht der Wahrheit. Also entweder Gott oder einfach Mammon, also Götter. Das ist das eine. Und das ist für die katholische Kirche, also euer Ja soll Ja sein und Nein, Nein sein, steht auch im Evangelium und dann stimmt die Haltung einfach. Das macht die Kirche natürlich nicht. Ich glaube, was uns, oder großteils nicht, was uns total fehlt, dass das Christentum einfach den Mut zusammenbringt und zu seiner Botschaft steht, ja, zu seiner Botschaft steht. Das heißt, das Christentum, wenn ich an das Christentum des ersten 3 Jahrhunderte denke, da haben wir viele Märtyrer gehabt. Warum? Weil diese Christen wussten, wir haben etwas Wunderbares entdeckt. Wir haben die Wahrheit gefunden. Wir haben die Perle gefunden. Und wir stehen dazu. Und wenn es sein muss, da gehen wir womöglich, wenn man das so will, drauf. Aber wir stehen auf der richtigen Seite. Wir haben keine Angst, sogar eigenes Leben aufs Spiel zu setzen. Das fehlt uns total. Egal um welche Themen auch geht, Christentum wurde sehr bequem. Ja, Auch zum Thema Tierschutz, ja. absolut. Jetzt hast du ja die Animal Spirit Church gegründet. Das ist ja keine Kirche in dem Sinne einer Religionsgemeinschaft, sondern ein Sammelbecken von allen Gläubigen, ja auch von Atheisten, von allen Menschen, die in der Religion Antworten suchen, auch zum Schutz der Tiere. Das heißt, du bist katholischer Geistlicher. Es kann ein evangelischer Christ reingehen, ein Freikirchler, ein Baptist, alle können kommen. Und Ziel ist es darin, zu offenbaren, dass die Religion sich für die Rechte der Tiere einsetzen muss. Jede christliche Konfession. Richtig? Oder habe ich das falsch verstanden? Absolut, nein, absolut richtig, Peter. Du bist meistens Dankeschön. richtig. Also, um das noch einmal auf den Punkt zu bringen, was ich schon in der Erziehung falsch, in der Bildung auch falsch finde, natürlich jetzt bezogen auf das Tierthema. Man sucht zunächst, guck dir die Bücher, Lehrbücher auch in der Schule an. Wir suchen zunächst einmal, was uns trennt von den Tieren. Ja? Man sucht zwanghaft manches Mal, was uns von innen trennt. Das ist nicht unbedingt richtig. Suchen wir zunächst einmal, was uns mit innen verbindet. Das ist ja viel wichtiger. Und die Unterschiede, die sind ja ganz okay. Du bist anders als ich bin anders als du und viele andere, Millionen, Milliarden Menschen. Und das ist völlig in Ordnung. Im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Also eine Buntheit wird damit gefragt. Vielfältigkeit wird damit gefragt. Das ist ja total wichtig. Ja? Es gibt im Evangelium auch so eine Szene, die kennst du bestimmt auch.
diese das Kleinbürgerliche ist im Evangelium natürlich auch vorhanden, das waren halt Menschen, auch die Apostel. Und dann haben sie irgendeinen Streit und dann kamen auch Menschen von außen, die auch im Namen des Evangeliums geheilt haben und mitgemacht haben. Und dann gehen sie auf Jesus zu und sagen, hey, sorry, was soll das? Die gehören nicht zu uns, zu den Aposteln. Ja? Das, was du eben angesprochen hast, ich würde mit jedem zusammenarbeiten, dem das Tierleid am Herzen liegt. Und Jesus sagt, wer nicht gegen uns ist, ist mit uns. Ups, das haben die Apostel nicht so einfach verstanden. Mann, wir haben so klare Strukturen, wir gehören zusammen in der Gemeinde, da kommt jemand und pfuscht da rein. Nein, er pfuscht nicht rein. Er macht es auf seine Art und unterstützt uns. Er unterstützt die frohe Botschaft, ohne Christ zu sein. Ohne Gläubige zu sein, braucht ihr gar nicht, sagt Jesus. Ja, ich muss sagen, ich gehe gerne auch mal ins Alte Testament. Viele sagen immer, Mensch, wenn du über Tierrecht sprichst und ins Alte Testament gehst, da werden doch die Tiere gequält. Und ich komme an einen Punkt hin, die Befreiung des Volkes Gottes aus Ägypten, wo sie in Sklaverei gelebt hatten, in Gefangenschaft. Und Mose hat viele Wunder getan, 10 sind überliefert. Und dann durfte das Volk endlich ziehen. Und auch dort hat das Volk nochmal Wunder erlebt. Musste dann aber, weil sie nicht ganz an Mose geglaubt hatten, 40 Jahre lang noch wandern in der Wüste und hatte Hungersnot gehabt. Und Gott hat ihnen Manna geschenkt. Das Brot vom Himmel. Der hat ihnen nicht irgendwelche Tiere geschenkt, kein Steak oder Schnitzel, Manna. Und am Anfang war das Volk begeistert. Und dann sagten die, wir wollen aber nicht jeden Tag Manna essen. Liegt das in der Natur von uns Menschen, dass wir einfach nicht in der gegenseitigen Liebe, im gegenseitigen Respekt zu allen Lebewesen zufrieden sein können? Ja, also zum einen, man muss ja auch natürlich eine Sache ganz transparent machen. Also die Bibel ist nicht so entstanden, dass irgendein Journalist mit deinem Heft mitgegangen ist, ne, oder wer auch immer das sein sollte, und hat da mitgeschrieben, was da gerade passiert und dokumentiert. Nein, natürlich nicht. Es geht um die mündliche Überlieferung und die wurde dann irgendwann einmal zusammengefasst. Um was es wirklich in der Bibel geht, um eine Art Begleitung von Gott. Also es geht um eine Art Didaktik, Pädagogik. Also ich werde immer wieder damit im Tierschutzbereich konfrontiert. Guck dir deinen Gott, den Gott des Alten Testaments, wie grausam er war. Aber nicht nur in Bezug auf die Tiere, sondern auch in Bezug auf die Menschen. Stimmt alles, ja. Aber das heißt, einem Menschen wie Jesus, zu einem neuen Menschen. Und das hat ja gedauert. Das hat unterschiedliche Phasen gehabt, wo der Mensch auch Fehler gemacht hat. Und Gott hat ihm versucht zu erklären, das ist nicht richtig, das musst du ändern. Abraham, also sein Sohn Isaac. Isaac, genau, die Opferung, da sagen die Menschen, schau, wie grausam. In der Phase ging es darum, dass die Israeliten auf Menschenopfer, was sie auch immer wieder erlebt haben um sich herum, verzichten. Und der nächste Schritt ist meines Erachtens, davon bin ich absolut überzeugt, dass man auf die Opferung der Tiere verzichtet. Und die Ansätze davon sind schon im Evangelium zu finden. Also das heißt, zusammen jetzt gefasst. Der Pinchas Lapida, ein jüdischer Religionsphilosoph hat einmal, und auch Theologe hat einmal gesagt, es gibt zwei Arten, wie man die Bibel lesen kann. So. Wortwörtlich oder ernsthaft. Das heißt, wenn man wortwörtlich liest, wie der Gott, was der Gott alles gemacht hat, dann ist das nicht wirklich ernst. Man muss alles mit einbeziehen. Die Zeiten damals, also die Pädagogik, die sich dahinter verbirgt, die Führung Gottes, in welche Richtung das gehen sollte. Also das muss man alles vor Augen haben. Die Bibel spricht in Bildern. Ja, das wollte ich einfach sagen, weil das einfach immer wieder ausgeblendet wird. Ja, aber es ist ja auch so, die Bibel ist auch übersetzt worden. Du hattest ja Hieronymus angeführt. Auch Luther hat ja sehr lange mit den rechten Worten gekämpft. Und Jesus Christus wird ja zitiert, dass er gesagt hat, der Buchstabe tötet. Ja. Und die Bibel ist ja kein Buch, das Gott in Stein gemeißelt hat, sondern es ist ja ein Buch, wo Gott über den Geist den Menschen inspiriert hat, Erlebnisse und Schilderungen darzulegen.
Ja, das Ziel, das Jesus seine frohe Botschaft und das Evangelium hat, ist der neue Adam. Das steht auch in der Bibel. Und man darf ja auch nicht vergessen, wieder zu dem Journalisten, der da mitläuft, hinterher dackelt und alles aufschreibt. Die ersten Schriften, die entstanden sind, waren 30 Jahre nach dem Tod bzw. Auferstehung von Jesus. Das heißt, das ist alles in Bilder gefasst. Ja, Jesus, der übers Wasser geht, über dem Wasser geht, Bild, nicht wortwörtlich, sondern ernsthaft nehmen. Und was aber ganz klar ist, eindeutig ist, es geht Richtung neue Schöpfung, neue Erde, neue Himmel. Das kann man im Evangelium, in der Apokalypse auch ganz besonders deutlich lesen. Neue Erde, neue Gesetze, neue Werte. Darum geht es. Neuer Adam ist ein Mensch, so wie Jesus eigentlich, neuer Mensch, der einfach riesen Respekt vor der Natur hat, von Gott, von der Natur, von all dem, was Gott geschaffen hat. Jetzt habe ich gerade mich umgedreht und geguckt, ob ich eine Bibelgriff bereit habe. Ich habe es jetzt nicht im Kopf, ob Matthäus 21 oder 27. Aber da wurde Jesus gefragt, Jesus, wie sehen denn die Zeichen deiner Wiederkehr aus? Und ja. Er sprach, ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Ein Volk wird sich gegen das andere erheben. Es werden Pestilenzen sein. Ein Drittel der Wasser werden tot sein. Aber habt keine Angst, dann ist das Ende noch nicht da. Also alles das, was wir jetzt ja gerade in der heutigen Zeit haben, spitzt sich ja extrem zu auf die neue Schöpfung. Von daher sage ich doch einfach mal, der Glaube an Gott ist doch unsere Sicherheit, auch liebevoll mit der Erde umzugehen. Jesus hat ja auch selber gesagt, dass viele Menschen sich von ihm trennen werden. Wird der Herr noch Glauben finden, wenn er wiederkommt? In dieser schwierigen Zeit, in der wir leben, ist es ja rein menschlich zu sagen, wie kann der liebe Gott das zulassen? Aber in der Praxis ist das ja schon richtig gesagt. Er lässt es doch nur zu. Er legt es uns doch nicht auf. Ja, mit dieser Frage, also diese Frage kenne ich natürlich, wie kann der Gott, also die Corona-Zeit, wenn man es jetzt auf den Punkt bringt, das ist auch hat viele Ansätze von der Apokalypse, glaube ich, bin ich eigentlich ziemlich davon überzeugt. Das ist ein Riesenumbruch in jeder Hinsicht. Das ist eine Riesenherausforderung. Was wollen wir tatsächlich jetzt? Welche Werte sollen es bleiben und was verändert werden muss? Ja, weil sonst geht es einfach nicht weiter. Aber natürlich sind das symbolisch, kann man das alles natürlich auch in der Bibel finden. Da ist die Bibel so faszinierend, genau deswegen, weil du sehr viel in dieser Bibel findest. Ja, was tatsächlich wie zu interpretieren ist, wissen wir natürlich nicht 100%. Was aber auf jeden Fall klar ist, das Vertrauen an Gott wird uns eigentlich retten. Nicht das eine oder das andere politische Programm, nicht die eine oder die andere Maßnahme, sondern Glaube an Gott. Der wird uns aus diesem Exodus rausführen. Und daran glaube ich auch sehr. Ich beobachte das, was sich in der Welt jetzt, auch in diesem Kontext, in dieser Welt tut, wie viel Leiden passiert, über das man gar nicht spricht, weil das irgendwie nicht ins System passt, wie auch immer. Mache ich mich Riesengedanken und deswegen habe ich bewusst den Begriff Apokalypse mit eingebunden, weil ich glaube, dass das, was jetzt passiert, was wir jetzt erleben, sehr viel mit der letzten Entscheidung zu tun hat. Was wollen wir tatsächlich? Wie wollen wir weiter? Und dann ist natürlich die Tierproblematik auch ganz wichtig, extrem wichtig. In welche Welt, die von gestern funktioniert nicht mehr so. Wir wurden schon gewarnt am Anfang, es kommt eine neue Normalität, wie sie auch immer sein sollte. Aber es wurde uns klar kommuniziert, es wird nicht mehr so, wie früher gewesen ist. Das kann natürlich als eine Drohbotschaft verstanden werden. Das kann aber sehr wohl als eine neue Perspektive angesehen werden, als eine Riesenherausforderung, auf die wir uns einlassen sollen. Also ich mache da gleich weiter, aber ich muss dir unbedingt eben eine Nachricht vorlesen, die Christine geschrieben hat. So könnte ich den Weg des Glaubens wiederfinden. Denn so wie sie heute mir erscheint, ist sie mir weltfremd und ich stütze mich mühselig auf meine erfassbare Religion des Guten. Ich glaube, das ist doch genau das, was du eigentlich erreichen möchtest, auch mit der Animal Spirit Church, dass die Menschen eben nicht die Schuld an dem Tierleid
bei einem Gott suchen, sondern in einem Gott auch die Hoffnung sehen, dass es eben nicht so bleibt, wie es jetzt ist. Ein Gott der Änderung, ein Gott der Liebe. Wir haben ja keinen Gott der Stillstand, sondern wir haben ja einen Gott, der permanent mit uns ist und up to date ist, der uns ja nie verlässt. Das ist korrekt, das ist richtig. Wir kennen das aus der Geschichte. Was dem Menschen selbst nicht gut geht, geht es infolgedessen den Tieren auch nicht besser, sondern noch schlechter. Weil dann schafft der Mensch irgendwie so eine Entscheidung, sich mehr um sich zu kümmern, und dadurch bleiben die Tiere noch mehr an der Strecke. Also da werden sie noch mehr auf der Seite mehr oder weniger vergessen oder einfach im Stich gelassen. Leiden noch mehr. Das ist leider Gottes, das sind die Erfahrungswerte, die wir in der Geschichte wiederfinden, also finden einfach. Zu deiner Frage noch, Peter, die mir wichtig wäre, aus dem Theologischen her betrachtet, wo ist der Gott, wenn so viele Menschen und Tiere leiden? Wo ist der denn? Das ist ja keine neue Frage. Die Frage hat man nach der Holocaust-Geschichte gehört. Wo war euer Gott in dieser Zeit? Und die Antwort der Theologie ist, beziehungsweise des Glaubens ist, ich war mit da unten, unter euch. Ich habe es mitgelitten. Ich wurde durch euch, in euch gekreuzigt. Natürlich ist es jetzt, also wenn ich das auf die Tiere, auf das Tierleid übertrage, bin ich natürlich blasphemisch, aber das ist mir egal. Aber ich sehe das genauso. Was ihr einem meiner geringsten Brüder und Schwestern getan habt, habt ihr mir getan. Und der Gott leidet in seinen Geschöpfen. Wieso soll er nur den Menschen leiden? Dazu sehe ich keinen Grund. Er leidet in allen seinen Geschöpfen. Werden die Tiere gequält? Leiden sie? Leidet Gott mit? Und Jesus hat ja die ganz klaren Beispiele gebracht. Er hat ja Jerusalem verglichen mit Küchlein. Jerusalem, ja. Jerusalem, wie oft habe ich dich versammeln wollen? Wie eine Henne ihre Küchlein. Wenn wir uns angucken, Jesus spricht von sich als Lamm. Er sprach zu Petrus, weide meine Lämmer. Wir sind die Lämmer, die geopfert werden. Die Evangelien sind in Tiere unterteilt. Jedem Evangelisten ist ein Tiersymbol zuteil geworden. Ja, danke. Man muss ja auch noch dazu sagen, ich werde immer wieder konfrontiert mit, hey, aber dein Jesus ja war kein Vegetarier oder Veganer, also erzählt er keinen Schwachsinn, ja, dass er pro Tierrechte ist. Ja. Man muss ja dazu sagen, Jesus war ein Mensch der größten Empathie. Und Jerusalem, du hast es kurz angesprochen, er hat geweint. Er sah schon an, wie Jerusalem leiden wird. Bleibt kein Stein auf dem anderen. Da werden Menschen, aber auch Tiere getötet. Er hat geweint. Unser Gott hat geweint. Das ist ja nicht irgendwas, eine Kleinigkeit. Wir haben mit einem Gott zu tun, beziehungsweise wir sprechen über einen Gott, der gegen das System, sage ich mal, als guter Hirte, der lässt 99 Schafe und sucht ein Schaf, das sich irgendwie verstrickt hat, verloren hat. Der geht dem Schaf nach, lass diese 99, natürlich auch ein Bild, ja, aber 99 warten und sucht das eine verlorene Schaf. Über solchen Gott sprechen wir. Gott des größten Empathie, der größten Liebe. Daher meine Antwort immer wieder in den vielen Diskussionen, die ich schon geführt habe, ich kann mir nicht vorstellen, dass solcher Gott, der Mensch Gott, mit solcher Empathie einfach guckt auf die Tiertransport, auf das Tierleid, er guckt dem zu und sagt, naja, meine Güte, es sind bloß die Tiere. Das ist dermaßen widersprüchlich, dass das gar nicht stimmen kann. Ja, und ich gehe noch einmal zurück, wir hatten es am Anfang schon mal angeführt, Jesaja hat ja das Ende der Welt, beziehungsweise das Paradies ja schon beschrieben, wo er sagte, Gott wird bei uns die Hütten haben und der Löwe liegt beim Lamm, das Kind spielt mit der Otter. Also in der neuen Schöpfung gibt es ja den Frieden und es gibt ja die Hinweise darauf, dass die Tiere auch dort sind. Die alte Erde, so wie wir sie haben, muss vergehen. Und ich glaube, das ist auch eine Aufgabe der Animal Spirit Church, darauf hinzuweisen, dass rechtes Christentum Schöpfung bewahren ist und wie du sagtest am Anfang, Gärtner sein. Uns ist die Welt nur geliehen. Wir sind Gäste auf Erden. Ja, absolut. Wir sind ja keine Herrscher. Wenn wir Herrscher sind, da sind wir uns selber zu Herrscher gemacht. Aber das steht uns überhaupt nicht zu. Außer Gott hat uns den Auftrag gegeben, hat er aber nicht. Wir sind nach seinem Bild geschaffen.
Und der ist der große Gärtner, der größte Gärtner, der das Ganze zum Leben berufen hat und auch begleitet. Also dazu haben wir überhaupt kein Recht, überhaupt nicht. Also theologisch betrachtet absolut keinen Grund dazu. Das ganz Schwierige ist immer wieder, man kann ja, es bleibt uns auch nichts anderes über. Also ich habe es mit vielen Tierschützern zu tun, die einfach nicht mehr können. Die sagen, ich habe schon so viel Zeit und Kraft investiert und die Welt verändert sich nicht. Ich lege mich hin ins Bett und ich sehe die rollende Tiertransporter. So sehr das auch entmutigend ist und deprimierend ist, uns bleibt nichts anderes über. Wir müssen immer wieder die Leute, die Menschen aufklären, immer wieder zum Nachdenken auffordern. Aber ich verstehe auch, dass man die Argumentation, wir haben es eigentlich, also ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand kommt und sagt, hey Leute, ihr zwei da, ihr erzählt einfach Schwachsinn. Das kann nicht passieren. Alles, worauf ich mich berufe, ich habe Theologie studiert an zwei Universitäten und ich studiere bis heute die Theologie. Theologie ist schon mein Thema. Ja? Man kann uns nicht widersprechen, darum geht es ja nicht. Es geht nur darum, wir reden von einer emotionalen Intelligenz. Es gibt unterschiedliche Intelligenzen, wie du weißt, das besagt auch die Psychologie, die Forschung, soziale Intelligenz, IQ, das ist eben diese kognitive Intelligenz. Es gibt aber auch eine emotionale Intelligenz. Und diese emotionale Intelligenz hat der Mensch offensichtlich großteils verloren. Er spürt es einfach nicht. Würde er spüren, würde er zugeben, das sind unsere Geschwister, wäre die Welt natürlich anders. Und du hast vor ein paar Minuten eben gesagt, meine Aufgabe ist, die neue Erde und den neuen Himmel zu schaffen. Genau das ist der Auftrag, den ich vom Evangelium übernommen habe. Das ist genau der Grund, warum ich so viel noch meine Zeit, meine Liebe und meinen Glauben investiere. Genau deswegen, weil ich glaube an diese neue Erde. Der Mensch ist in der Lage, viel zu verändern. Er muss es aber wollen. Er muss sich öffnen. Diese emotionale Intelligenz muss erreichbar werden. Ansonsten werden wir vielleicht die Argumentation gegen Argumentation, was auch immer, aber wir schaffen nicht den nächsten Schritt. Die emotionale Intelligenz ist extrem gefragt jetzt. Ja, und ich finde gerade etwas ganz, ganz Wichtiges, Veränderung. Der Mensch, du hattest am Anfang mal den Begriff Erbsünde genannt, für die Nicht-Theologen oder nicht diejenigen, die im Glauben sind. Mit der Erbsünde ist die Sünde von Adam und Eva gemeint, die dem einzigen Gebot Gottes von dem Baum der Erkenntnis nicht zu genießen, wieder sündigt haben und wir dadurch den Tod schmecken müssen, den natürlichen Tod. Jesus ist gekommen und führt uns auf Veränderung. Ich nehme mal ein typisches Beispiel und interpretiere das mal ein wenig. Petrus war ein Fischer. Jetzt mögen einige sagen, siehste, in der Bibel werden doch die Tiere getötet. Aber Jesus hat ihn nicht verurteilt, sondern abgeholt. Und am Ende der Ausbildung von Petrus hieß es dann, und jetzt wirst du ein Menschenfischer sein. Damit ist nicht gemeint, die Menschen zu töten, sondern den Menschen das Leben zu schenken. Ich glaube, das ist das Großartige des Evangeliums, dass es nicht verurteilt, sondern uns Wege aufgibt. Paulus, der ein Mörder war, wurde zum großen Apostel. Was kann mit uns alles werden, wenn wir die Liebe für die Tiere entwickeln? Ja, genau, dann, wo du das eben sagst, denke ich an das, ich arbeite als Pädagoge in einer Kriseneinrichtung für Kinder und Jugendliche seit mehreren Jahren und davor auch, also eigentlich arbeite ich immer mit Menschen im Bereich der Pädagogik. Und da sehe ich Jesus als einen wunderbaren, klugen Pädagogen. Es gibt ein pädagogisches Prinzip. Wenn du etwas in den Menschen verändern möchtest, beziehungsweise stimmt es nicht, wenn der Mensch etwas verändern sollte, dann musst du ihn erreichen dort, wo er ist und ihn nicht versuchen runterzuziehen oder irgendwohin zu verfrachten, damit er sich anhört, was zu tun ist. Das funktioniert in der Pädagogik, auch in der Kindeserziehung nicht. Und da weiß ich schon, wovon ich spreche, weil ich schon wirklich sehr, sehr lange dabei bin. Und nichts anderes tut Jesus in diesem Gleichnis. Also Peter war ein Fischer. Das heißt, er hat seinen Fach gut verstanden. Der Jesus geht zu ihm hin und bestätigt zunächst, das ist pädagogisch auch irrsinnig wichtig, bestätigt ihn, hey Mann, das, was du magst, hat einen Wert und du machst es gut. Aber, und dann kommt eben diese Veränderung ins Spiel.
Und deswegen finde ich im Evangelium auch wunderbare pädagogische Ansätze. Jesus ist auch sehr respektvoll. Er bestätigt, du bist völlig in Ordnung, du bist gut, aber du kannst was verändern. Du kannst es viel besser machen. Du wirst den Menschen fischen. Darum geht es eigentlich. Das ist die Aufgabe. Das ist ganz toll. Also lass diese Fischer und jetzt werden die Menschen fischen, aber natürlich nicht im Fischen von ins Netz reinpacken und quälen, sondern das wird dann natürlich weitergeführt. Ja, und das ist das, was ich so toll finde. Das ist ja kein Widerspruch. Er spricht mit dem Fischer. Würde er einen Metzger überzeugen wollen, dass er etwas verändert? Du kennst es sehr gut, diese Problematik. Dann würde er auch nicht sagen, du machst einen Schwachsinn. Du bist ein, möchte ich da nicht schimpfen, das passt ja nicht zu mir. Also, du sollst es nicht machen, ja, sagen wir so sehr diplomatisch. Sondern er würde den Menschen zunächst einmal erreichen, bei ihm kurz bleiben. Das ist das, du musst dahin, wo der Mensch steht gerade. Dann sich mit ihm einmal zusammensetzen, überlegen und dann erst einen Vorschlag machen, verändere was. Das ist das Wunderbare an Jesus und am Evangelium. Ja, Jesus ist auch genau dorthin gegangen, wo die Menschen ihn gebraucht haben. Ich kann mich erinnern, er ist nach Samarien gegangen. Was für ein Skandal, als gläubiger Jude nach Samarien zu gehen, in das Land der Ungläubigen. Und dann setzt er sich an einen Brunnen hin und lässt sich noch von einer Frau Wasser schöpfen und hört ihr zu, schenkt ihr Respekt. Die Frau ist gläubig geworden. Wir kennen die Geschichte, die dabei rausgekommen ist. Und genau das ist Jesus. Und ich glaube, das ist auch das, was wir machen müssen in der heutigen Zeit, dass wir die Tierquälerei aufzeigen und neue Möglichkeiten offenbaren und das Zusammenspiel, wie es sein kann, den Menschen zeigen. Ganz genau. Das ist genau der Weg von Jesus gewesen. Er hat den Zachäus auch besucht und für viele andere waren das, oh Mann, wo geht er da hin? Mit wem ist er? Da sitzt er an einem Tisch. Also der barmherzige Samariter, ja, also Jesus hat kurz zusammengefasst, viele Regeln in Frage gestellt. So wie du auch richtig sagst, nicht einfach gesagt, Sabbat ist ja, spielt ja überhaupt keine Rolle, weg damit. Nein, er hat aber einfach gesagt, das Gesetz, das Sabbat darf nicht über den Menschen stehen, sondern den Menschen dienen. Das heißt, er hat richtige Prioritäten wieder gesetzt. Er hat geheilt. Ganz genau, neue Weltordnung, aber in sehr, sehr positiven und tiefen Sinne des Begriffes schon versucht zu implantieren, also zu etablieren eigentlich. Er hat die richtige Wertigkeit wieder angesprochen und das finde ich im Evangelium auch ganz toll. Ja, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich lese hier, wenn wir sprechen, auch die Reaktion meiner Follower mit. Ein paar wenige sagen, na, mein Glaube ist so weit weg, ich kann kaum glauben, aber viele äußern sich auch positiv. Hier hat gerade jemand geschrieben, danke Tom und Peter, euer Gespräch tut so gut und baut auf. Das ist doch eigentlich das, was der Auftrag ist an die Jünger Jesus Christus. Baut die Menschen auf, führt sie auf das Ursprüngliche zurück. Wie hat der Jesus gesagt? Ich verlasse euch nur eine kleine Weile, sende euch aber den Tröster. Den Beistand, genau. Den Beistand sollen wir nach der Auferstehung, Himmelfahrt, sollten wir den Beistand bekommen. Das ist der Heilige Geist, den meinst du. Ne? Exakt. Genau. Ja, mir tun viele Leute extrem leid. Also ich mache eine Sache, die extrem schwierig ist, weil ich versuche, den Menschen, die den Glauben an Christentum, an ihre Kirche, vor allen Dingen ihre Kirchen verloren haben, wiederzugeben, den Glauben wiederzugeben. Ich glaube, für mich ist das Christentum das, was ich liebe, was ich toll finde. Ich finde es nur, die Form, wie das Christentum jetzt ausgeführt wird, lebt nicht in Ordnung, völlig widersprüchlich, dem Evangelium widersprüchlich. Und mir tun die Menschen, die sich bei mir melden und sagen, Mann, ich trete aus der Kirche. Ich will mit Christentum, mit Evangelium nichts zu tun haben. Das funktioniert einfach nicht. Die tun mir echt leid. Meine Aufgabe ist total schwierig, weil die Menschen wieder reinzuholen und sagen, Menschen, also statt austreten, auftreten und was verändern, ist nicht einfach, weil sie schon eine ganz schlechte Erfahrung haben. Ich meine damit nicht nur Kindesmissbrauch in der katholischen Kirche, das wird immer wieder dann groß angesprochen, aber auch die Tiersache. Die Kirche interessiert sich einfach für das Tierleid überhaupt nicht. Das muss ich schon leider sagen. Ja? Und die Menschen fühlen sich total einsam in den Kirchen.
ich sage es den Menschen noch einmal und ich möchte das auch dazu nutzen, jetzt das Treffen, das Gespräch. Wir brauchen keinen neuen Glauben. Wir brauchen nur, dass das Christentum, dass die frohe Botschaft umgesetzt und gelebt wird, wirklich gelebt wird. Das brauchen wir. Und das Christentum, der Mahatma Gandhi hat das, auch der Richard von Weizsäcker, der damalige Bundespräsident Deutschlands, hat einmal gesagt, das ist das revolutionärste Schrift oder das revolutionärste Buch der Weltliteratur. So hat er über das Evangelium gesprochen. Auch der Kant hat gesagt, das Evangelium eine Schrift ist, die die Welt nie vergessen soll. Mahatma Gandhi hat gesagt, in dieser Schrift steckt ein Dynamit. Ja, wir könnten mit Evangelium die Welt verändern. Bitte nachlesen bei Mahatma Gandhi. Aber ihr behandelt diese Schrift als ein Stück Papier. Ich glaube, das ist genau das Problem. Das Christentum wurde reduziert zu einer Tradition. Naja, existiert seit Jahren. Es gibt eine Schrift, man kann nachlesen, darüber reden. Nein. Das heißt, wir haben das Christentum womöglich gar nicht verstanden. Ein ganz großer Theologe, polnischer Theologe, den ich auch persönlich kennengelernt habe, Professor Tischner, hat einmal gesagt, wenn er sich anguckt, was um ihn herum, wir reden von katholischen Polen, ja, passiert, dann denkt er sich oft, das Christentum ist noch gar nicht passiert. Und das hat mich damals sehr, sehr, sehr beeindruckt, fasziniert. Das heißt, das, was wir leben, was wir als Christentum bezeichnen, als Kirche bezeichnen, ist womöglich nur Anzeichen oder ja, es gibt sowas, aber noch gar nicht das Christentum, das Jesus wollte. Ja, das ist sehr interessant. Hier ist eine Zwischenfrage gekommen von dem Klaus. Das Thema ist im Straßenaktivismus, also Kirche und Tierrechte, immer wieder präsent. Gibt es hier irgendwo einen roten Faden, um in die Diskussion zu gehen? Ich weiß nicht, wie deine Antwort sein wird. Meine Antwort ist, lieber Klaus, es gibt keinen roten Faden. Lasse dein Herz sprechen. Ja, liebe Klaus, also ich sehe dich nicht, aber einfach so durch die Möglichkeit jetzt, durch dieses Medium. Ja, das Patentrezept gibt es nicht. Aber ich habe es am Anfang schon von Begegnungen So, ich weiß jetzt nicht, ob mich jemand hört, aber mein Internet hängt gerade. So, kann man? Ja, ich bin gleich wieder da. Du kommst jetzt langsam wieder rein. Ich habe ein Internetproblem gehabt. Kannst du mich hören? Irgendwie bin ich jetzt weg. Thomas, kannst du mich noch hören oder kann mich noch jemand hier im Internet hören? Ich hoffe, ich kriege das Internetproblem gelöst. So, Thomas, ich sehe dich wieder. Jetzt höre ich dich wieder. Ich hoffe, du hast die ganze Zeit geredet, wenn ich nicht drinne war. Ich habe hier ein Internetproblem gehabt bei mir. Ja, wenn ich darf, würde ich auf die Frage von Klaus kurz eingehen. Gerne. Okay, also lieber Klaus, es gibt kein Patentrezept, das gibt's nicht. Ich habe vor ein paar Minuten Begegnungen angesprochen. Das ist die haben eigene Dynamik. Die bringen eine eigene Dynamik, die viele Türen plötzlich öffnet, die du nicht vorab gehabt hast. Also
Deswegen lass dich einfach drauf ein. Ich werde immer wieder mit Fragen von den Tierschützern konfrontiert, wie reagiere ich richtig? Ja? Also zum Beispiel, ich gehe da mal spazieren, wie hier am Spree in Berlin oder wo auch immer, und dann sehe ich laute Angeln oder Fischer und die quälen quasi die Tiere. Ich kenne schon mittlerweile Menschen, die Fischer angeln dann und wieder zurückschicken, was ich gar nicht verstehe, aber okay. Tierleid, Tierquälerei, wie reagiere ich drauf? Es gibt auch kein Patentrezept, weil der Mensch, der dahinter steht, auch anders ist. Ja? Wir haben mit Individuen zu tun. Es gibt ja Menschen, wo du sagst, hörst du mit dem Blödsinn einfach auf und richtig wütend und der reagiert drauf. Und dann kannst du vernünftig mit ihm reden. Es gibt aber Menschen, bei denen das Aggression auslöst. Also das heißt, man muss sich auf einen Prozess einlassen, den man nicht so 100% einschätzen kann. Aber keine Angst, das wirst du schaffen. Also wenn du tatsächlich die Tierliebe im Herzen hast und du willst das was verändern, dann einfach kontrollieren, wie man an die Sache herangeht und mehr nicht. Du wirst es schon hinbekommen. Und ansonsten bin ich als Animal Pastor natürlich jederzeit zur Verfügung, wenn man mit einem schwierigen Problem konfrontiert wird. Bitte meldet euch per Mail, schreibt mir. Ich habe genug Erfahrung, Werte auf diesem Gebiet, kann ich euch natürlich ein paar Tipps geben, aber nur ein paar Tipps. Patentrezept gibt es nicht, genau deswegen, weil die Menschen, mit denen wir zu tun haben, unterschiedlich sind, unterschiedlich reagieren. Ne? Ja, und bevor ich die Frage vorgelesen hatte, hatte ich den Heiligen Geist angesprochen. Das hatte ich natürlich auch ganz bewusst gemacht, weil ich möchte den Menschen natürlich auch Möglichkeiten geben, sich selber einzubringen, sich auch selber mal in theologische Fragen einzuklinken und auch die Möglichkeit geben, uns zu treffen. Wir hatten vor einiger Zeit mal mit der X-Orga gemeinsam Gespräche geführt und hatten so einen Gedanken im Kopf gehabt. Ich bewege den nach wie vor und finde das so toll. Der Heilige Geist ist an Pfingsten ausgegossen worden. Und Pfingsten, sind wir uns einig, glaube ich, das größte christliche Fest, die Geburtsstunde der aktuellen neuen Kirche und Vorbereitung auf die Wiederkunft Christi. Ich glaube, das wäre doch mal eine ganz großartige Sache. Vielleicht kriegt man das auch mal hin, dass man Pfingsten im Zeichen des Tierrechtes und der Religion gemeinsam eine Veranstaltung macht. Ja. Könnte ich dich für sowas begeistern? Ja, absolut. Bin ich schon dabei. Also natürlich, Pfingsten hat was Besonderes. Also Pfingsten assoziiere ich mit einer offenen Tür. Das ist das, was du kurz angesprochen hast, Beistand. Ich werde immer wieder dann gefragt, naja, wieso steht das nicht im Evangelium? Also, dass man die Tiere schützen sollte, dass man die Tiere nicht, das steht einfach nicht im Evangelium, so explizit. Steht nicht, das stimmt schon, muss aber auch nicht. Und Jesus hat uns zu den Jüngern gesagt, ihr könnt vieles noch nicht verstehen, nicht begreifen. Das wusste er auch. Der hat auch Menschenkenntnisse gehabt. Der war ja Mensch und auch Gott, aber Mensch. Der wusste, die können nicht alles begreifen, hat er auch gesagt. Aber dann hat er hinzugefügt, ich gebe euch, nachdem ich beim Vater wieder bin, einen Beistand. Und der wird euch zur Wahrheit führen. Und darum geht's. Und das ist für mich Pfingsten. Das heißt, es muss nicht alles im Evangelium stehen. Wir müssen noch nicht alles verstanden haben. Wir sind auf dem Weg dahin. Wir sind mitten im Prozess. Und ich hoffe, mitten in diesem Prozess, irgendwann kommen wir an den Punkt, wo der Tierschutz selbstverständlich wird. Da brauchen wir den Heiligen Geist, da brauchen wir die Begleitung. Deswegen, auf deine Frage, lieber Peter, ein Fest. Irgendwer, der Name fällt mir jetzt nicht ein, von den großen Philosophen hat gesagt, von den Kritikern natürlich des Christentums hat er gesagt, naja, ich würde gerne ein Christ sein, wenn ich mehr Freude bei den Christen gefunden hätte. Finde ich aber nicht, die sind so traurig. Wir reden ständig vom Tod, vom Leid. Ich glaube, da ist was auch dran. Wir müssen gucken, dass die Freude, die wir eigentlich leben, die Christen feiern eigentlich Leben. Egal, ob es um den Tierschutz geht oder nicht, Jesus ist auferstanden. Wir feiern eigentlich in unserem Glauben Leben, nicht den Tod feiern wir eigentlich, Leben. Der Tod war ein Übergang, Leben feiern wir. Und deswegen bin ich absolut dafür, dass man ein Fest macht, was du Peter kurz angesprochen hast, dass man einfach mit Menschen zusammen feiert, denen das Leben sehr am Herzen liegt, die am Puls des Lebens bleiben möchten. Und dazu gehört der Tierschutz.
einfach das Leben nicht ausklammern, ausschließen wollen. Egal ob Mensch oder Tier, feiern wir das Leben, machen wir das Fest mit den Tieren quasi. Ich segne die Tiere an diesem Fest irrsinnig gern. Mache ich auch immer wieder. Veranstalten wir so ein Fest. Senden wir ein Zeichen in die Welt. Wir sind Salz der Erde, wir sind Licht, das Licht der Welt. Machen wir das einfach erlebbar. Setzen wir das einfach um. Machen wir es ein Riesenfest. Zu Pfingsten, von mir aus zu Pfingsten, ist eine tolle Idee. Das war bei diesem Treffen mit dir, Peter, einfach deine Idee. Und die finde ich klasse. Also das gefällt mir. Sprich mich sehr an. Es ist unser aller Idee. Das war ein Planungstreffen, was wir mit den Mädels der X-Orga hatten. Und ich sehe mich immer nur als einen Teil des Ganzen an. Und vielleicht euch zur Information, wir haben uns den Vorsatz genommen, dass wir nächstes Jahr Pfingsten 2022, soweit es alle Möglichkeiten zulassen, irgendwo zentral in Deutschland ein tierleidfreies Dorf aufbauen, ganz im Zeichen des Pfingstfestes, wo aber Jesus Christus im Mittelpunkt steht. Er ist die Wahrheit, er ist die Liebe, er ist ewiges Leben und er ist der Weg. Ja. Ja, nicht die Ausweglosigkeit und ewiges Leben. Und dieses Leben wollen wir gemeinsam feiern. Leben für Menschen und Tiere. Und das funktioniert. Wir wollen am Puls des Lebens sein. Das heißt eigentlich, Christ zu sein. Eigentlich, das ist die tiefste Definition des Christseins. Und was ich immer wieder auch erlebe, viele Menschen sind ein bisschen so skeptisch, vegan leben, meine Güte, das ist einfach langweilig, das schmeckt gar nichts. Da machen wir durch das Fest auch irgendwie bewusst, hey, veganes Essen kann super toll sein, also richtig gut sein. Und man kann auch tanzen, feiern und wirklich das Leben genießen, gemeinsam, natürlich gemeinsam mit unseren Mitgeschöpfen, unseren Geschwistern, Tieren. Sehr gerne. Also wo du gerade gesagt hast, vegan ist langweilig. Wir waren ja schon vorhin bei der Schöpfung, dass der Mensch vegan geschaffen wurde. Und ich hatte eben gerade, wo du sagtest, das ewige Leben, ein Bild gehabt, das ich als Kind hatte, als ich in der Kirche war. Da ging es um das Paradies. Ich hatte mir das Paradies so vorgestellt, man sitzt dort und wenn man hungert, dann greift man an irgendeinen Baum, eine Frucht, ein Stück Obst. Ich kann mich nicht erinnern, dass ich daran dachte, dass man Tiere isst, sondern ich habe immer dieses Gefühl gehabt, einfach nur Gemüse, Obst, es ist ein Überfluss da, in allen Geschmacksrichtungen, was man braucht, ist vollkommen. Ja, das Paradies ist eine wirklich total bunte Welt, wenn man das so nimmt. Und wenn du das sagst, kein Kind der Welt würde gerne ein Tier streicheln oder umarmen oder mit ihm kuscheln und kurz danach essen. Kinder würden nie Tiere essen, wenn sie da nicht manipuliert werden mit der Zeit. Man sagt ihnen, du musst es essen. Meine Oma hat mir auch immer wieder gesagt, du sollst Fleisch essen, weil damit da bist du schwach. Du musst dich gut ernähren, Fleisch essen. Ja, mit allem Respekt gegenüber meiner Oma, aber das stimmt ja einfach nicht. Du assoziierst das Paradies und das wäre in Augen des Kindes genauso. Wir haben das irgendwie, diese Unschuld des Kindes auch verloren im Laufe der Zeit. Das wäre genau das Paradies. Keine Tiere essen, keine Gewalt, kein Missbrauch, keine Quälerei. Einfach gemeinsam. Und unter gemeinsam meine ich auch mit den Tieren. Leben, noch einmal Leben feiern, Leben genießen. Darum geht's. Das ist die neue Erde, das ist der neue Himmel. Und da müssen wir unbedingt hin. Die Richtung ist absolut klar. Und wie sagt man theologisch so schön, eine gute Predigt dauert eine Stunde. Wir haben schon überzogen. Wir sind die Thomas Gottschalks der Theologie. Aber es hat ungemein Spaß gemacht. Und ich kriege auch die Reaktion mit. Ich bin begeistert, wie vielfältig viele Menschen sich hier mit einbringen. Und ich denke, Thomas, wir sollten vielleicht so eine Chance öfter mal nutzen, an die Öffentlichkeit zu gehen. Und dafür steht auch deine Kirche. Du hattest ihm Klaus von einer Antwort gegeben. Er hat auch geantwortet, dass er sich mit dir in Verbindung setzen will. Wie setzt man sich am besten mit dir auseinander? Ich habe gesehen, ihr habt eine Webseite, die heißt dann animalspiritchurch.com. Habe ich, glaube ich, richtig. Animalspiritchurch.org. Okay. Das ist die Seite. Aber am besten bitte, weil das gucke ich mir mehrmals am Tag, spiritcommunity at
gmail.net. Ich kann das dann natürlich noch, also am besten bitte auf meine Facebook-Seite gehen. Ich arbeite nicht mehr auf Facebook, aber da findet man natürlich die Kontaktdaten. Ich komme immer wieder am Donnerstag, nur für einen Tag. Die Gründe habe ich am Facebook auch erklärt, warum ich da nicht mehr tätig werden möchte. Aber man kann da natürlich Spuren von mir wohl finden. Und zum Beispiel zu dem, womit kann man dann an mich wieder heran und wozu ich auch gerne bereit bin. Das kommt jetzt am Donnerstag in 2 Tagen am Facebook. Ich werde ein Meeting anbieten. Es geht um die Sterbebegleitung beziehungsweise Aufarbeitung des schwierigen Themas, wenn das geliebte Tier stirbt. Ich habe da was gepostet und ich habe sehr, sehr viele Reaktionen bekommen. Da machen wir so ein Meeting. Mir liegt es auch im Herzen. Ich bin immer noch nicht fertig, nachdem das Tier verstorben hat. Da mache ich das auch sehr gern. Also da bleiben wir über Facebook, ist, glaube ich, nicht schlecht, aber nicht im Sinne von, ich bin dann aktiv, sondern man kann mich dann auch finden. Aber ansonsten spiritcommunity@gmx.net. Da bin ich sehr oft und es kann mir einfach da nichts entgehen, sage ich mal. Sehr gut. Ich muss noch eine Sache eben richtig stellen, weil die Anni noch gerade geschrieben hat, ihr redet von Propheten und ignoriert die Prophetinnen der Jetztzeit. Also Anni, mal eben ganz kurz. Beim himmlischen Vater gibt es keine Unterschiede zwischen Mann und Frau, zwischen Gender oder Nicht-Gender. Für ihn sind alles Lebewesen und Geliebte. Es gibt keine Unterschiede. Es gab auch in der damaligen Zeit Prophetinnen und es gab auch Geliebte. Jesus Christus zum Beispiel hatte ganz enge Verbindungen zu Maria. Erinnert dich an die Geschichte von Maria und Martha, wo Maria an seinen Füßen saß und die Martha sich beschwert hat, dass Maria ihren sozialen bedingten Pflichten der Dienerschaft nicht nachkam. Und Jesus sagte, nein, 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 die Maria hat das bessere Teil gewählt. Also, bei Gott ist es vollkommen unerheblich, ob Mann oder Frau oder sächlich oder wie auch immer. Er sieht das Herz, er sieht die Seele. Das möchte ich einmal klarstellen. Ich glaube, Thomas, du atmest gerade tief ein und möchtest auch noch was dazu sagen. Naja, ja, ganz kurz. Also erstens einmal, das habe ich in der Pädagogik auch immer wieder erlebt. Gott, Mann ist nicht nur gut. Insbesondere, wenn Kinder zu Hause seitens des Vaters erlebt haben. Und theologisch betrachtet, Gott ist genauso Mann. Ein Mann wie eine Frau. Also da bin ich bei dir. Absolut. Nur wir haben es so übernommen. Gott muss ein Mann sein. Nein, nein, nein. Das andere, ich würde mich freuen, ich weiß nicht, wie die Person heißt, die das geschrieben hat. Ich möchte mich sehr bedanken für dieses Feedback. Es hat mich sehr gefreut. Pass auf, man kann ja auch so machen, dass man die Prophetin auch ein bisschen mir ins Spiel bringt. Das wäre auch hochinteressant zu sehen, hey Leute, hört auf mit den Männern, da gibt es auch Frauen, die da einen wesentlichen Einfluss gehabt haben auf verschiedene Themen und Entwicklungen. Bitte nicht vergessen, die Maria von Magdala, das ist eigentlich die erste Apostolin, die erste Apostel. Die war die erste, die Jesus erlebt hat und die den Auftrag bekommen hat, über Jesu Auferstehung weiterzuerzählen. Die war die erste. Nicht der Petrus, nicht der Paulus, nicht der Johannes, nein, 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 das war eine Frau. So, noch zur Theologie zurück. Aber natürlich hast du auch recht, darum, diese Gender-Frage ist in dem Kontext nicht wirklich das Entscheidende, ganz sicher nicht. Aber über ein Thema Prophetinnen und Rolle der Frauen würde ich mich riesig freuen. Ja, und damit kommen wir auch genau an den Punkt hin, denn die Animal Spirit Church ist für euch alle offen. Sie soll die Verbindung sein für religiöse, spirituelle, für unsere Beziehung mit dem Hören zu den Tieren und zu der Schöpfung. Und da seid ihr alle willkommen. Meine Aufgabe ist auch natürlich, mit euch gemeinsam dann mit den Mitgliedern der Animal Spirit Church eine neue Spiritualität auch zu entwickeln. Das ist auch ein ganz wichtiger Punkt. Eine, die ja natürlich nicht ganz neu ist, aber richtig auf Evangelium, also auf die Tiere mit ihm basiert. Genau, und keine neue Glaubensgemeinschaft. Es setzt nicht voraus, seine Glaubensgemeinschaft zu verlassen. Im Gegenteil, es soll auch ermutigen, sich in seiner Kirche wohlzufühlen und aufgehoben zu fühlen. Thomas,
Ich danke dir von Herzen für dieses wunderbare Gespräch, das ich schon seit 2, 3 Jahren plane. Und ich wollte das schon immer machen und sagte, Mensch, Religion und Tierschutz, das funktioniert nicht. Und es funktioniert. Du bist der lebende Beweis dafür, Thomas. Ich danke dir von Herzen für deine Arbeit, die du nicht nur für die Tiere machst, für die Tierwelt, wie wir sie im Natürlichen sagen, sondern auch für uns menschlichen Tiere, nämlich für alle Lebewesen und für unseren himmlischen Vater. Thomas, ich möchte dir das Schlusswort gönnen. Darum verabschiede ich mich jetzt schon bei euch. Danke euch für eure Aufmerksamkeit. Wie immer werde ich dieses Video die nächsten Tage auch auf YouTube hochladen und dann auf meinem Facebook-Kanal Peter Hübner Interviews verlinken, damit dort die Interviews nacheinander sind. Also ihr könnt es später immer noch abrufen und weiterteilen. Ich danke Auch euch. ganz kurz von mir, Peter, vielen lieben Dank für die Zeit, die wir gemeinsam verbracht haben, für den Austausch. Das finde ich ganz toll. Wo 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, mehr brauche ich nicht zu sagen. Danke dir. Cinque, du Visenio, euch allen einen schönen Abend. Grüße. Macht's gut. Tschüss.